Einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt auf meinem Kanal, der Fliesenleger. Wir hatten lange keinen Vlog oder längere Zeit keinen Vlog. Es war Weihnachten und dann kam Silvester und neues Jahr, neue Baustelle, wie das halt so ist. Aber wir starten jetzt ein. Jetzt kommt erstmal das Intro und danach zeige ich euch ein bisschen was. So Leute, was soll ich sagen? Also erstens mal großes neues Jahr. Ne? Das ist schon ein bisschen was her, aber muss man ja dennoch sagen. Ich denke, viele von euch haben es schon mitbekommen, dass mein Kanal gehackt wurde. Mir wurden 60 Videos gelöscht. Ich will da jetzt auch nicht mehr so genau drauf eingehen, weil ich es schon öfter erwähnt habe. Auf jeden Fall sind die Videos weg. Ne? Ich komme aber wieder dran. Ich versuche die nach und nach hochzuladen. Dementsprechend ist aber mein Kanal im Moment komplett eingestürzt. Weniger Aufruferzahlen und. Ist sehr schade, weil ich da sehr viel Arbeit und Mühe und Zeit reingesteckt habe. Aber ich denke, wenn wir einfach weitermachen, wird da doch wieder ein Trollen kommen. Ne? Wir haben eine neue Baustelle. Eine große Baustelle, eine schöne, eigentlich sehr schöne Baustelle, wenn es nicht zu kalt wäre. Ich zeige euch jetzt ein bisschen, ich erzähle euch ein bisschen was über die Baustelle. Es ist jetzt schon Donnerstag, ich habe morgen Urlaub. Warum? Ich fliege morgen, nee, heute Abend nach Polen. Das seht ihr aber dann, da wird auch ein Vlog von kommen. Sehr interessant, wird bestimmt cool. Deswegen habe ich morgen Urlaub, den Anfang der Woche kam ich jetzt zum Filmen. Wir haben hier Duschwannen gesetzt, Balava gemacht, das ging einfach nicht. Deswegen mache ich einfach nur einen kurzen, knappen Vlog. Fülle den heute an dem Tag, einfach mal, um euch schon mal auf die Baustelle vorzubereiten. Und ab nächster Woche gibt es dann wieder schöne, gefüllte Wochenvlogs. Ne? So Leute, was haben wir hier für eine Baustelle? Wir haben hier eine Baustelle mit 6 Apartments. Oh, jetzt wird schon wieder gebohrt, jawohl. Wir haben hier 6 Apartments, das ist ein Mehrfamilienhaus. Ganz oben in der Wohnung bin ich jetzt, ist eine größere Wohnung. Und dann haben wir jeweils auf einer Etage immer 2 Apartments. Ne? Also im Prinzip 6 Apartments, 6 Wohnungen so gesehen. 7 Bäder, weil hier oben die Wohnung hat 2 Bäder, 6 Gäste-WCs. Und gefliest wird alles, also wirklich komplett alles. Bäder, Gäste-WCs, alles einmal rundherum bis unter die Decke. Nichts Besonderes, gell? Einfach nur so standardmäßig 30, 60 Wand und Boden 60 mal 60. Außer hier in dieser Penthouse-Wohnung, Apartment, da kommen Holzoptik hin. Das ist die einzige Wohnung, die ein bisschen anders ist. Aber sonst wird alles gefliest, jede Wohnung, jeder Boden, schöne Flächen. Also wirklich eine schöne Baustelle, aber es ist sehr kalt hier drin. Die Heizung läuft nicht, seit 3 Wochen schon nicht, der Estrich ist noch feucht. Hier muss unbedingt die Heizung in Betrieb genommen werden, weil der Kleber trocknet doch nicht. Gell? Ich habe jetzt eben Clips rausgehauen an der Wand, da hat sich eine Fliese gelockert, da zeige ich euch aber gleich, weil der Kleber gestern geklebt, der ist einfach heute noch weich. Gell? Das ist eine Katastrophe, das muss unbedingt geheizt werden. Jo, so ist das. Was haben wir hier? Wir haben hier Holzoptik. Schöne Fliesen. Also mir gefallen so gut. Die kommen einmal komplett hier in die ganze Wohnung. Einmal rundherum geht hier Badezimmer, hier ist auch Gäste-WC, einmal um die Ecke rum und da hinten, wo der Plastik hängt, da haben wir unser Räumchen eingerichtet mit einer kleinen Heizung, damit man wenigstens mittags warm sitzt. Ja, und die werden einmal komplett hier verlegt, immer 20 cm versetzt in diese Richtung. Und da der Estrich aber halt noch feucht war, ich habe vor 2 Wochen eine Messung gemacht, da hatten wir noch 4%. Seitdem läuft die Heizung halt auch nicht. Das heißt, ich habe jetzt keine Messung mehr gemacht, der wird eh noch zu feucht sein. Deswegen haben wir mit den Wänden gestartet oder begonnen. Und ja, läuft eigentlich gut. Wir haben viel Material gekriegt, gell? 18 Paletten Fliesen, alles hochgebuckelt. Beziehungsweise wir haben noch einen Helfer, der ist halt jetzt noch am Hochtragen. Der Azubi hat ja Schule, der ist nicht da. Und ist schon anstrengend. Aber ist ein schöner Baustein, muss man schon sagen. Wenn die Heizung jetzt noch läuft, wunderbar. So Leute, ich will euch jetzt noch kurz zeigen, was wir gemacht haben. Das Licht ist hier nicht das Beste. Ich habe hier nicht in jedem Raum eine Lampe. Auf jeden Fall ist das hier das Gäste-WC. Das habe ich schon hochgefliest. Einmal bis unter die Decke, komplett rundherum. Hier kommt noch ein Anschlag hin. Weil da muss ja irgendwie eine Tür hin. Ne? Dann hier. Ich gehe einmal hier rein. Ich hoffe, man sieht was. Hier habe ich schon angefangen. Hier die Wand. Und die Wand und die Ecke. Musste aber aufhören, nächsten Morgen, weil die Installateure einfach mal hier reingestiegen sind. Die haben sich gedacht, wir gehen jetzt hier rein und setzen die Wanne. Ne? Mein ganzes Werkzeug hat da drin gestanden, alles war denen egal. Die sind einfach rein, haben angefangen die Wanne zu setzen. Also habe ich mein Zeug gepackt, deswegen ist das da noch nicht fertig. Also habe ich mein Zeug gepackt und bin hier rüber, weil wir haben hier noch ein drittes Bad. Ne? Geht, es war jetzt halb so wild, aber
ich denke, jeder weiß halt nicht so geil ist, wenn man einfach mittendrin aufhören muss. Jo, da bin ich seit gestern dran, gestern angefangen, hier, das da jetzt noch gemacht, hier die Seite noch und jetzt gehe ich noch an die Wand und dann haben wir das eigentlich auch schon. Ne? Jo, ansonsten, wie gesagt, ihr seht es hier, überall steht schon Holzoptikfliesen, überall wird alles gefliest. Eigentlich eine schöne Arbeit. Ne? Holzoptik ist natürlich immer ein bisschen Aufwand durch die Clips-Verschafferei, weil da schon relativ viele Clips drauf gehen, weil das ja so ein schmales Format ist. Aber Holzoptik nur noch mit diesen Clips, mit diesem Nivelliersystem. Hier, wo sind sie? Da sind sie. Besser geht es einfach nicht. Ne? Ihr kriegt einfach kein saubereres Ergebnis. Jo, wie gesagt, jetzt mache ich hier weiter, hier die Wand, da werde ich gleich mal die Kamera aufhängen, damit ihr da noch ein bisschen zugucken könnt. Hier die Ecke habe ich jetzt noch fertig gemacht und habe jetzt hier die Seite hoch. Hier habe ich nur ein Problem, ich weiß nicht, wie ich das löse. Also ich laufe komplett gerade mit meinen Fliesen. Gell? Ich habe extra gerade den Laser nochmal aufgestellt, die Wasser war kontrolliert, ich laufe komplett gerade. Hier unten ist gut und dann seht ihr hier, geht es immer weiter auf, bis hier oben hin. Das heißt, das Ganze hier fällt, glaube ich. Ne? Also ich kann es mir nur so erklären. Ich habe die Wasserwache mal draufgelegt. Das sieht eigentlich hier vorne gut aus. Das kann dann nur hier hinten die Ecke sein, dass die wegkippt. Ich habe keine Ahnung. Im Prinzip müsste ich jetzt hingehen, müsste von da hier vorbei in dicker Kleber das Ganze so rausziehen, dass ich hier eine saubere Fuge hinbekomme. Ne? Kein Plan. Ne? Habe ich so auch noch nicht gehabt. Das kriegen wir aber auch gelöst. Da mache ich mir gar keine Sorgen. Ja, wie gesagt, jetzt starten wir gleich hier die Wand. Ich hänge die GoPro da oben auf, weil hierfür ist mein Weitwinkel wieder zu klein. Und dann guckt ihr einfach ein bisschen zu. Wie gesagt, das hier wird kein riesen lang. Boah, meine Augenringe bei dem Licht, ey, absolut unfassbar. Ja, das hier wird jetzt kein ultimativer langer Vlog. Ich wollte einfach noch einen machen, damit ihr schon mal ein bisschen Vorgeschmack auf das bekommt, was noch alles kommt. Und wie nächste Woche weitergeht. Wie gesagt, ich fliege ja jetzt heute nach Polen. Da werde ich auch noch was filmen, da kommt auch noch ein Vlog, das wird auch gut, mit Sicherheit, bin ich mir sicher, dass cool wird. Ja, deswegen ist halt ein bisschen Stress noch, ne? Weil heim, gerade duschen, Tasche packen und tschüss. Ne? Viel Zeit habe ich heute nicht mehr. Ich hätte mal besser heute auch noch Urlaub geholt, aber ich wollte nicht so viel Urlaub verschwenden, von daher passt schon. So, ich mache jetzt die Kamera nochmal an, beziehungsweise wechsle die Kamera, mache die GoPro an und dann fangen wir noch das Bändchen anzulegen. Das kriegen wir noch hin, die kriegen wir auch noch fertig. Gemütlich. So, ganz kurz noch, Leute, eine Sache. Wir haben hier überall Duschwand drin. Das heißt, wir haben kein Gefälle Estrich. Wir können schön gemütlich mit einer ganzen Fliese vom Boden aus nach oben gehen. Das ist eigentlich eine sehr geile Sache, weil ich meine, ihr kennt das wahrscheinlich aus meinen Videos. Hauptsächlich hat man Gefälle Estrich drin. Das heißt, von der Rinne an, vom tiefsten Punkt mit einer ganzen und rundherum muss überall geschnitten werden. Ist Arbeit, das fällt hier natürlich weg. So, das heißt, die Duschwanne ist auch bündig daher mit Boden. Das ist auch ganz cool. Die sitzt jetzt ungefähr einen Zentimeter höher als der Estrich. Hier seht ihr, da kommen noch Fliesenstücke dann drunter. Das heißt, wir können genau mit einer ganzen über der Duschwanne weiterfahren. Jo, wir starten, ich habe jetzt so gemessen, wir haben 1,50 Meter Wand. Wir starten von hier mit einer ganzen, eine ganze und haben dann noch ein 30er Reststück, halbe Fliese, sieht immer sauber aus. Das Ganze bis unter die Decke und dann passt das. Die Türwand durch diese Aktion, da werde ich mich erst, ja, wie gesagt, am Montag drum kümmern, weil ich ja heute auch ein bisschen früher weg muss. Und jo, weil so viel zum Thema Einteilung. Ich würde sagen, wir starten dann jetzt. Gell. Wir starten jetzt endlich. I can't let them take my soul. Nah, 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 no. Oh, I can't let them take my soul. Nah, 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 no. See, we was cool right before I hit the fence. But he hit the fan when I got him down at the bench. But I took a break, I had to leave and go get cleansed. God forgive me for all my sins. I can't say these hoes, cause my last name ain't Kent. Cooking on the stove, that's the way he paid the rent. Working on the pole, that's the way she pays tuition. Better watch your soul, cause you know they trying to get it. Yeah, yeah. I learned my right from wrong on a song. I let my heart. So, Freunde. Ihr habt jetzt einen kurzen Einblick nochmal gekriegt, einen Schnelldurchlauf, wie ich die Wand hier zugemacht habe. Jo, und das war es eigentlich schon. Ne? Viel mehr kann ich euch heute leider nicht mehr zeigen. Ich hätte viel früher gerne angefangen zu filmen. Auch mit den anderen Wänden und so. Aber ich habe euch ja gesagt, hier war so die Hölle los. Ey, Badewannen, Estrich weggestemmt. Duschwannen meine ich, Estrich weggestemmt. Und Ballaber, Trockenbau, gespachtelt und. Deswegen. Ne? Und jetzt muss ich auch Feierabend machen. Ich muss ja Gas geben, wie gesagt. Muss jetzt heim duschen, Tasche ist schon gepackt. Nur Käffchen gemütlich trinken und dann auch schon wieder los. Stunde habe ich ungefähr zu Hause. Und dann los und dann bin ich, Moment, ich muss überlegen, von 17 Uhr und um 23 Uhr lande ich, das heißt 26 Stunden unterwegs insgesamt mit Zug, mit allem.
Und dann startet auf dem Weg dahin auch schon der nächste Vlog für nächste Woche. Ne? Und ab nächster Woche geht es dann hier ganz normal weiter. Das heißt, Wände werden weiter gefliesen, wird gefugt und Silikon gespritzt. Ich denke, da kriegen wir nächste Woche alles hin. Und dann geht es doch wieder, geht es eine Etage runter in die nächsten Bäder. Ne? Step by step. Erst die Wände, in der Zeit kann der Boden heizen, weil, wie gesagt, die Heizung läuft ja nicht. Und dann nach den Wänden werden dann die Böden reingeknallt. Ne? Der Estrich hier in den Bädern, der ist katastrophal krumm. Katastrophal krumm. Ich bin mal gespannt, wie das auf der restlichen Flächen ist. Putz ist jetzt auch nicht so der Beste, deswegen arbeite ich auch mit Eclipse. Gell? Weil, kann ich euch auch erklären, habe ich schon mal in einem Vlog erwähnt, wir haben hier, ihr seht hier eigentlich guten Unterschied. Moment, ich muss mal gucken, ob man das sieht. Einmal hier den Gips und einmal hier den Gips. Der schimmert so grünlich. Normaler Gips, hydrophobierter Gips. Der wird in die Bäder gemacht. Hat einfach den Vorteil, dass die Verputzer eine zwei verschiedene Putzarten mitschleppen müssen und anhören müssen und verarbeiten müssen. Und hat den Vorteil, dass die Maler nachher anständigeres Schaffen haben, wenn nur halb hoch gefliest wird. Habe ich alles schon erwähnt, ne? So, Freunde, jetzt wurde ich gerade unterbrochen. Es tut mir leid, hier kam gerade der Arbeitskollege hoch. Ich muss mich jetzt echt beeilen, ey. Ich habe richtig Zeitdruck jetzt. Hydrophobierter Gips, genau, da sind wir stehen geblieben. Ist eine feine Sache, ne? Wie gesagt, wasserabweisend und pipapo, kein Putzwechsel mehr. Maler haben nachher einfacher. Ist natürlich angenehmer zu spachteln als einen normalen Putz, Kalk-Zement-Putz. Problem ist nur, die haben hier zwar Bäderleisten gesetzt, ne? Also diese Putzschienen, aber Gips wird ja nachher immer geklettet. Und durch das Kletten ist der Wellerform, gell? Ist der unter aller Sau und das ist halt bitter. Und deswegen habe ich hier komplett mit den Clips gearbeitet. Ist einfach ein sauberes Endergebnis. 30, 60 ja normalerweise immer ohne die Dinger, aber hier habe ich gedacht, komm, scheiß drauf, hau die Dinger rein, da brauchst du dich nicht zu plagen, hast ein sauberes Endergebnis. Ne? So, nächste Woche seht ihr mehr. Ich verabschiede mich jetzt, ich muss jetzt echt Gas geben. Und da bin ich mal gespannt. Ich brauche jetzt nicht sagen, dass ihr Instagram-Story gucken sollt von Polen, weil... am Sonntag kommt das Video erst und dann bin ich schon wieder zurück. Von daher. Aber das Video kommt dann die nächste Woche wahrscheinlich. Kommt drauf an, wie viel Arbeit ich mit dem Schneiden habe. Ansonsten kommt aber nächste Woche auf jeden Fall nochmal Baustellenvlog neu, ne? Von hier. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Denkt an Abonnieren. Ne? Aktiviert die Glocke, damit ihr keine Videos mehr verpasst. Lasst ein paar Kommentare da. Und wie auch immer, ich wünsche euch was. Schönen Sonntag noch.